Susanne Marosch von Geben für Leben. Wir standen heute am 2. Adventssonntag beim Städtepark in Hart. Im Moment sind wir an einer wohlig warm eingepackt bei einer frischen 1 Grad, wo wir heute haben. Aber das wird sich aber bald ändern. Wieso denn? Ja, wir möchten ein Zeichen setzen. Und zwar jeder, der zur Schockdiagnose bekommt, wie jetzt unter anderem Leukämie, wird ins kalte Wasser geworfen. Und nicht nur der oder diejenige, sondern auch die ganze Familie. Und deshalb setzen wir ein Zeichen und springen auch ins kalte Wasser und wollen Solidarität zeigen. Das heißt, es geht ab in den frischen Bodensee. Der dürfte heute wahrscheinlich wärmer sein, als wir die Luft hossen. Es ist trotzdem noch sehr kalt. Die letzte solche Aktion gab es im April. Da war es um einiges wärmer, aber immer noch ziemlich frisch. Es sind jetzt aber einige Lütsche da und auch der Bürgermeister von Hart hat sich angekündigt. Ja, es hat sich Bürgermeister von Hart angekündigt, aber noch ganz, ganz viele andere. Sie kommen von überall her, sogar welche von München, woher fahren, von Salzburg. Alle wollen ein Zeichen setzen für einen guten Zweck und das ist schon sehr bewegend. Wie viele waren es denn letztes Jahr ungefähr oder letztes Mal? Ja, letztes Mal waren wir schon so um die 80, wo reingesprungen sind. Wie gesagt, es war ein bisschen wärmer, aber umso mehr Herausforderung heute und gemeinsam schaffen wir das. Man sieht hinter dir schon links, dass man sich da heute auch typisieren kann. Was muss man denn da für Voraussetzungen erfüllen? Also jeder, der zwischen 17 und 45 Jahre alt ist und gesund, der kann sich typisieren lassen, als Lebensretter in die weltweite Datenbank aufnehmen. Wir haben gerade ein 2-jähriges Mädchen aus Bregenz, das schwer erkrankt ist. Und natürlich noch die 10-jährige Maria aus Lustenau und noch ganz, ganz viele andere. Die warten dringend und deshalb setzen wir auch da das Zeichen, dass wir natürlich heute vor Ort auch typisieren. Wenn es jetzt nachher um 14 Uhr heißt, Sprung ins kalte Wasser, gibt es aber nachher auch die Chance, sich aufzuwärmen und sich ein bisschen zu stärken? Ja, wir haben das Riesenglück, dass gerade ein Zirkus da ist, der ab morgen da gastiert im Städtepark und wir haben uns gleich das Zelt gekrallt und da ist es warm und beheizt und man kann sich da mit warmen Getränken aufheizen. Wir haben natürlich super Essen da, auch warm, kalt, alles durch die Bank und sogar Wodka und Gin, glühend heiß, also wir haben alles da. In dem Fall wagen wir noch den Sprung ins kalte Wasser. Unbedingt. Sie sind selbst auch mit dabei. Ja, ich muss. Mir bleibt nichts anderes übrig. Aber ich springe gern für die Betroffenen hin. Oh, ich wage jetzt gleich den Sprung ins kalte Wasser. Im Moment bin ich richtig dick eingepackt. Händchen, Kappe, Mantel, alles. Ein bisschen härter ist es mir. Aber für Vollleute mache ich das natürlich für einen guten Zweck. 4, 3, 2, 1. Ihr seid jetzt gerade frisch aus dem Wasser gekommen. Ist es denn so frisch, wie man denkt? Wie war's? Machen das wieder? Ja, auf jeden Fall. Also es war brutal kalt. Richtig kalt. Ich hätte es nicht gedacht. Ist ja gleich zu kalt. Es war richtig, richtig ein Schock. Ja, und das ist halt aber die Atmung. Ich weiß nicht, man kennt oder Wim Hof. Immer ruhig atmen und wenn man reingeht, dann geht das gut halt. Für einen guten Zweck macht man es aber mal. Ja, aber eh. Ja. Martin Steurer und Manuel Kussian von Geben für Leben. Wie war es denn der Sprung ins kalte Wasser? Ja, super, wie immer. Ins kalte Wasser gehst du immer schön. Ja, also mega. Wir sind auch echt total berührt, dass so viele Leute mitgegangen sind. Ich weiß nicht, wie viele mit uns ins Wasser sind. Ich schätze mal an die 200. Mega gut, für einen guten Zweck. Also vielen, vielen Dank an euch alle, die gekommen sind, mitgegangen sind, die da umeinander sind. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute in Summe da sind, aber es ist richtig cool. Alles für einen guten Zweck, das taugt mir. Und es war eine richtig verrückte Aktion und so muss es sein. Machen wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Ja, war eine Riesenstimmung und das alles so... So wie von der Rand gestochen ins Wasser gerannt sind, das war echt schön. Wir haben es uns zwar klar organisiert vorgestellt, aber es war gut so. Oder? Das hat uns überrascht, ja. Super gemacht, Mario. Ja, danke dir. Ich war ja selbst da drin, muss sagen, es war ziemlich kalt. Und ihr damit gerechnet, dass es so kalt ist? Ja, wir sind das gewöhnt. Aber jetzt eine Frage an dich, wie geht es jetzt? Ist der wärmer oder kälter? Die Füße sind ein bisschen kalt, aber geht mir gut. Wird fein warm gerade im Moment. Warm, und um das geht es. Die Kälte macht im Endeffekt auch warm, wenn man es richtig macht. Ja, also mich hat die Kälte schon ein bisschen überrascht. Ich mache es nicht so oft wie er. Aber heute war der kälteste Tag, wo ich mal drinnen war. Und, ja. Aber wenn man rauskommt und man hat es hinter sich, ist es einfach nur mega. Wie war es denn für Sie, der Sprung ins kalte Wasser, für einen guten Zweck?
Ja, hauptsächlich kalt, aber für gute Aktionen ist man bereit, viel zum Tour. Und das war mir heute Anliegen und deshalb wollte ich unbedingt dabei sein für Geben für Leben. Wir sind insgesamt als Verein mit Ehren auch schon viel da und sowas gehört einfach unterstützt. Waren Sie schon mal bei der Temperatur im Bodensee? Nein, war heute eindeutige Premiere. Hat sich aber gelohnt. Hat sich definitiv gelohnt. Kann ich nur jedem empfehlen, beim nächsten Jahr am besten mitzumachen und dabei zu sein, ist wirklich eine coole Sache. Martin Staudinger, was sagen denn Sie als Bürgermeister von Harz zu der Aktion? Ja, ist echt eine tolle Aktion und auch für die gute Sache. Und es ist überwältigend, wie viele Leute da teilgenommen haben. Nächstes Jahr möchte ich unbedingt auch dabei sein.